Immer wieder werde ich gefragt, ob ich bei Gestaltung einer individuellen Ernährung behilflich sein könnte. Das ist das Thema von meinem heutigen Video. Ich bin inzwischen 72 und in bester Gesundheit. Viele Menschen können sagen, ja, der Jan hat besonders gute Gene, deswegen geht es ihm so gut. Ich kann dir sagen, das, was auf deinem Teller liegt, das ist entscheidend. Du kannst deine Ernährung an deine Bedürfnisse gut anpassen und dadurch auch eventuelle kleine Schwächen bedingt durch deine Gene oder vielleicht deine Blutgruppe, die spielt hier auch eine bestimmte Rolle. Durch passende Ernährung kann das alles ausgebügelt werden. Allen Menschen ist eigentlich ganz klar, dass ein Hochleistungssportler eine ganz andere Ernährung benötigt, wie ein Gärtner oder wie ein Couch Potato oder wie einer, der viel vor einem Computer sitzt, wie ich zum Beispiel. Dieser Bedarf ist individuell und diese Individualität sollte berücksichtigt werden. Wenn du dir die aktuell in Mode gekommene Ernährungsempfehlungen anschaust, die vorherigen Methoden waren selbstverständlich falsch, aber die jetzt, oh, das ist die Lösung für dein ganzes Leben. Nur jedes Mal hat man das so gesagt. Und jedes Mal war das nach einiger Zeit wieder falsch. Wenn du aber deine Ernährung an deine Bedürfnisse richtig angepasst hast, dann bist du von diesen allen Modeerscheinungen unabhängig und es geht dir gut. Und du musst dann nicht ständig drehen und nicht irgendetwas machen, wo viele Leute daran Geld verdienen, sondern du machst genau das, was für dich gut ist und nicht für Geldbeutel von diesen Menschen, die gerne für diese neuen Diäten was gerade jetzt anbieten. Unten in der Beschreibung findest du einen Link zu einem Blogbeitrag, was ich erstellt habe über meine eigene Ernährung. Dort findest du sicherlich viele Anregungen, wie ich das mache. Wie gesagt, das ist meine individualisierte Ernährungsweise. Und es wäre sinnvoll, dass du deine eigene verwendest. Du kannst dich gerne an meine orientieren und gucken, aha, das ist interessant oder das andere ist interessant. Du musst aber ausprobieren, wie das bei dir funktioniert. Es gibt viele Faktoren, an die du eventuell jetzt nicht denkst, die man berücksichtigen soll, um das Optimale zu finden. Und bei dieser Umgestaltung kann ich dir behilflich sein. Unten in der Beschreibung findest du auch direkten Kontakt zu mir und falls du gerne meine Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, melde dich bei mir und ich schaue, was ich für dich machen kann. Ich danke dir. Ade. Ciao.